Was können wir heute tun, um diesem Müllproblem zu begegnen? Denn wir müssen es ja, wir können die Hände nicht einfach in den Schoß legen. Die Situation wird immer schlimmer und wir haben uns mit dem Müll ein Erbe aufgehalst, mit dem alle zukünftigen Generationen werden leben müssen. Ja, der Atommüll hat eine Lebenszeit von Jahrzehntausenden, Jahrhunderttausenden, gar Jahrmillionen. Chemikalien, die wir überall hinter uns lassen, bei denen sieht es nicht anders aus. Auch da gibt es Moleküle, die sehr resistent sind, die nicht einfach zerfallen, ja, die von der Biosphäre nicht resorbiert werden können, die von der Natur nicht recycelt, weiterverwandelt, entschärft werden können, sondern die bestehen bleiben. Das heißt, wir brauchen eine Lösung für den Müll. Und ich denke, das größte Problem ist, dass wir durch unser Glauben an die Technologie vollkommen blockiert sind. Ja, wir sind darauf fixiert, dass wir für die Probleme, die wir mit Technik erzeugen, auch wieder eine technologische Lösung brauchen und dass es die auch geben wird. Aber wenn wir realistisch sind, ja, dann ist das nicht so. Und überraschenderweise sprechen die realistischsten unserer Mitmenschen das auch aus. Ja? Die Menschen, die wir dafür bezahlen, dass sie realistisch sind, nämlich die Ingenieurinnen und Ingenieure. Ja, wenn man in deren Publikationen schaut, dann wird einem ganz anders, weil die ganz offen aussprechen, wir haben keine Lösung. Ja, wir haben eine Katastrophe geschaffen. Wir können versuchen, diese Katastrophe irgendwie einzudämmen, aber eine Lösung haben wir nicht. Und das ist eine Situation, da muss man die Parameter wieder auf Null setzen. Da muss man wirklich sich grundsätzlich fragen, was kann man hier überhaupt noch machen?